Ja, der Game Pass. Das Sommerloch hat bei ihm keine Chance, denn auch im Juli erwarten euch richtige Spaßgranaten. Welche Titel euch neben FIFA 22 und House Flipper erwarten und von welchen ihr euch leider verabschieden müsst, das verraten wir euch jetzt im Schnelldurchlauf. Das ist unser Überblick für den Game Pass im Juli in nur 60 Sekunden. Bereits im Game Pass ist die Shadowrun Trilogy auf Cloud und Konsole. Total War Three Kingdoms für den PC. FIFA 22 über EA Play für Konsole und PC. Naraka Bladepoint für Cloud, Konsole und PC. Omori für Cloud, Konsole und PC. Ab heute sind Far Cry 5 für Cloud-Konsole und PC und For Honor in der Marching Fire Edition auf Cloud-Konsole und PC sowie House Flipper für Konsole, Cloud und PC verfügbar. Die Ninja Gaiden Master Collection betritt die Bühne erst am 2. Juli. Am 7. Juli geht es dann für Matchpoint Tennis Championships weiter. Escape Academy erscheint am 13. Juli für Konsole und PC. As Dusk Falls seht ihr ab dem 19. Juli in der Cloud, an der Konsole oder am PC. Am 26. Juli, oh, das ist ja mein Geburtstag, erscheint Immortality für Konsole und PC. Wer außerdem einen Samsung TV des Jahres 2022 besitzt, kann ab dem 1. Juli die neue Xbox Game Pass TV App nutzen. Wie bereits angekündigt, musstet ihr euch aber auch von folgenden Titeln bereits am 15. Juni verabschieden. FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop und MotoGP 20. Welche Spiele würdet ihr gerne im Game Pass für den August sehen?